Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute sprechen wir mal wieder über eines der Lieblingsthemen der Nürnberger. Ja, weiß nicht, ob es jetzt unbedingt tatsächlich ein Lieblingsthema ist, aber es ist ein Thema, das immer wieder die Volksseele zum Brodeln bringt. Und das ist das Thema Ausbau des Frankenschnellwegs. Wer das Ganze verfolgt hat, mit Bau, sage ich jetzt mal, des Frankenschnellwegs in den 60er Jahren oder wann das war, hat man, sage ich jetzt mal, zumindest in Nürnberg ein Teilstück ausgelassen, das erstmal ja, für eine Unterbrechung sorgte, beziehungsweise die Weiterführung des Frankenschnellwegs damals ist erst einige Jahre später erfolgt. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, ist ja der Frankenschnellweg auf Nürnberger Grund hauptsächlich auf dem ehemaligen Bett des Ludwigskanals entstanden und der also da keine Verwendung eben mehr gefunden hat, weil er halt eben ja, von der Größe her einfach nicht mehr zeitgemäß eben war. Und da hat er mal also das Areal sozusagen ja, ausgetrocknet und dann eine Autobahn eben drauf gebaut. Und ein Teilstück ist eben schon seit Jahrzehnten unterbrochen sozusagen. Das heißt, wir haben eine Autobahn, haben dann eine Ausfahrt mehr oder weniger. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es so eine angedeutete Ausfahrt ist. Schaut man sich auch noch die Bauwerke so an, dann sieht man, dass da teilweise sogar schon Brücken da sind, wo man dann mal irgendwann die Autobahn unten durch lassen könnte. Und ja, da ist also halt eine Ampelanlage, also mehrere Ampelanlagen, ich glaube drei Ampeln oder so sind es, und dann geht es also auf einem noch vom Namen her Frankenschnellweg gekennzeichneten Teilstück weiter, der allerdings nicht als Autobahn ausgeschildert ist. By the way, das Stück der Autobahn, das in Nürnberg ist, ist auch nicht als Autobahn gewidmet. Das ist eigentlich nur eine ja, Ortsverbindungsstraße. Sieht man auch daran, dass also da zum Beispiel keine Maut eben fällig wird, weil das ja nur für Bundesstraßen oder Bundesautobahnen gilt. Und dieses Stück schaut zwar aus wie eine Autobahn, ist es aber nicht. Ja, auf der anderen Seite eben ist es halt dann auch nur eine Kraftfahrstraße, auch nicht als Autobahn dort ausgewiesen. Und die Diskussionen jetzt gehen also darum, dass man also dieses letzte Stück sozusagen wieder zusammenführt. Was heißt wieder? Dass man das halt mal zusammenführt, dass man dann durchgängig durchfahren kann, ohne dass man da also jetzt an der Ampel stehen bleiben muss. Was natürlich auch zu Stoßzeiten immer wieder zu Staus führt. Jetzt ist man wohl soweit mit den Gegnern des Frankenschnellwegs, die also da Klagen eingereicht haben, dass man da wohl jetzt einen Kompromiss erzielt hat. Also es geht jetzt darum, dass also die Geschwindigkeit beschränkt wird auf dieser Autobahn und dass also für LKWs im Durchreiseverkehr also die Autobahn auch gesperrt ist, dass man also dann nicht zusätzlichen Verkehr eben produziert, denn der LKW-Verkehr fällt also im Moment halt eben außen rum, und würde dieses Teilstück freigegeben sein für LKWs, dann würde halt dann da das eine Abkürzung sein, wenn man halt von Norden Richtung Süden fährt oder wenn man von der A3 kommt zumindest und oder A73 kommt und dann Richtung München fahren will, dann wäre das eine Abkürzung, also kürzere Strecke, ergo für die LKW-Fahrer weniger Maut, ergo weniger Kilometer und so weiter. Das wäre halt eine Einsparung, das will man aber vermeiden. Ja, wie gesagt, also dieses Autobahnstück wird auf 60 reduziert. Teile der Autobahn sind sowieso schon auf 60, also von daher wäre das jetzt nicht unbedingt so der Einschnitt. Meine Meinung zu diesem Projekt ist
vielleicht ein bisschen differenziert. Also vor 15 Jahren oder so hätte ich vielleicht auch gesagt noch, ja, dieses Autobahnstück brauchen wir. Heute würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich brauchen, weil wenn die jetzt halt anfangen da zu bauen, bis das dann fertig ist, sind wir dann schon so weit, dass dann auf jeden Fall autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Und ob ich dann unbedingt einen kreuzungsfreien Betrieb brauche, wenn ich dann irgendwann mal autonom fahrende Fahrzeuge habe, das weiß ich nicht. Also das ist, ja, gut, ist vielleicht noch eine Zukunftsvision, aber das sind, denke ich mal, dann Überlegungen, die man dann schon stellen darf, ob sowas dann überhaupt noch notwendig ist. Aber gut, wird sich zeigen. Ich bin gespannt, ob sich die jetzt tatsächlich im letzten Schritt noch einigen und ob man tatsächlich dann ab 2021, soll ja dann, wenn sie sich jetzt einigen, der Bau losgehen erst. Naja, gut. Braucht halt alles ein bisschen länger hier in diesem Land. Ja, auch Nürnberg hat seinen BER, genannt Frankenschnellweg. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.